Dominik kriegt erstmal einen Applaus. Tja, Anne, der Rückkehrer, endlich ist er wieder hier bei uns auf der Bühne. Wie fühlt es sich an, frage ich einfach mal. Zweimal hintereinander jetzt gewonnen. Was geht da so in einem vor? So Zentner lassen die von der Seele purzeln. Ja, ist natürlich super Gefühl. Klar, war ganz wichtig auch heute 3 Punkte. Und wir sind einfach froh und jetzt müssen wir einfach weitermachen, müssen auf uns gucken. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen, zusammen mit unseren Fans natürlich. Klar. Es gibt ja gerade diese Fanaktion, wir sind der 12. Mann. Die Wand von Plakaten, als die Mannschaft angelaufen ist, hat sich gut angeschaut. Auf jeden Fall, ich denke, war überragende Stimmung heute und ich kann nur den Fans danken. Nur zusammen können wir das schaffen und müssen einfach weiter so machen, zusammenhalten und dann werden wir es auch schaffen. Der Trainer hat in der Pressekonferenz gesagt, ihr habt jetzt so ein bisschen die Balance gefunden zwischen Abstiegskampf und dem Spielerischen. Wie hast du das Spiel gesehen? Lass es mal so ein bisschen Revue passieren. Wie beurteilst du die Leistung heute? Ja, ich denke, war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir sind 1-0 in Führung gegangen und ich denke, hätten auch 2-0 machen, direkt die erste Halbzeit mal machen können. Und aber Gott sei Dank haben wir die zweite Halbzeit 2-0 gemacht und ich denke, war hochverdient der Sieg. Hey, ruhig jetzt, okay? Kleiner Pisser da, ey. Man fragt sich natürlich immer, was ist der Sieg am Ende wert? In der letzten Woche hat er in Aalen gewonnen, da hat Frankfurt gleichzeitig gewonnen. Heute habt ihr hier gegen Fürth gewonnen, wie Frankfurt morgen spielt oder übermorgen, weiß ich jetzt gar nicht genau auswendig. Sehen wir dann, aber heute hat Rostock gewonnen. Es ist so, dass alle im Moment da unten so ein bisschen einen Auftrieb haben. Zehrt das so ein bisschen dann doch an den Nerven, dass ihr jetzt zweimal gewonnen habt, aber möglicherweise, wenn es schlecht läuft, in der Tabelle sich nicht so viel getan hat? Ja, ich denke, wir müssen einfach auf uns gucken, bringt ja nichts. Wir müssen einfach auf unsere Spiele gucken, unsere Punkte holen und dann werden wir es auch schaffen am Schluss. Die 2 Siege jetzt in Serie, ist das Ergebnis der Arbeit der letzten Wochen, dass sich so jetzt das Konzept von Petrik Sander durchsetzt? Wie würdest du das beurteilen? Ja klar, ich denke, das sieht man auch in den Spielen und kommt auch das Glück jetzt auf unsere Seite. Ich denke, das haben wir uns verdient und ja, betreiben sehr viel Aufwand und jetzt haben wir auch Gott sei Dank das Glück, das braucht man auch und müssen wir einfach weitermachen und arbeiten. Es sind noch 7 Spiele jetzt, das heißt, es sind insgesamt noch 21 Punkte zu vergeben. Ihr habt jetzt 24, man rechnet natürlich so ein bisschen. Was glaubst du, wie viele Siege noch nötig sind, um relativ sicher sagen zu können, zumindest mal der Relegationsplatz müsste drin sein? Ja, ist schwer zu sagen. Hauptsache, wir schaffen es wie jetzt. Wie viele Siege, das müssen einfach Spiel zu Spiel sein. Jetzt haben wir in Duisburg schweres Spiel und müssen einfach da Gas geben. Und ich hoffe, dass wir auch da 3 Punkte mitnehmen nach Koblenz. Wie beurteilst du jetzt so das Schlussprogramm, wenn du mal die 7 Partien dir anschaust, die jetzt noch übrig bleiben, im Vergleich zu denen, die anderen da unten noch auf dem Programm haben? Ja, ich denke, in der 2. Liga gibt es kein leichtes Spiel. Jedes Spiel ist schwer und wie gesagt, einfach Spiel zu Spiel sehen, Gas geben und alle zusammenhalten und dann werden wir es auch schaffen. Der nächste Gegner ist dann, ja, der nächste Gegner ist dann Duisburg. Heute ist zwar schade, dass Rostock gewonnen hat, aber auf der anderen Seite Duisburg jetzt relativ raus aus dem Aufstiegsrennen. Könnte das dann vielleicht für die nächste Woche ein Vorteil für euch sein, dass da bei denen so ein bisschen vielleicht die Luft raus ist? Ja, ich hoffe, aber ich denke, wenn wir unser Spiel machen wie heute, einfach direkt von Anfang an Gas geben und ich denke, da kann Duisburg spielen, wie die wollen, dann kann man da auf jeden Fall was mitnehmen. Kann man jetzt so ein bisschen entspannter mit dem Heimsieg heute Abend dann ins Wochenende gehen? Was steht auf dem Programm? Ja, wir haben Wochenende freigekriegt, Gott sei Dank. Und ab Montag geht es wieder auf das Spiel in Duisburg zu konzentrieren und alles dafür tun. Alles klar. Gibt es noch 2, 3 Fragen an Arnold? Machen wir immer so. Die Fans sollen die Gelegenheit haben, auch kurz nachzuhaken. Bitte schön. Ja, Arnold, danke für das super Spiel. Hat Spaß gemacht. Einzige Frage, die ich habe, wieso kommt die Mannschaft nicht in die Fankurve zu uns? Also der Abstand, den man hält zu uns Fans, kann ich nicht richtig nachvollziehen. Würde mich freuen, so wie früher, wenn du auf den Zaun kommst und richtig Gas gibst. Können wir gerne machen nächstes Mal. Das machen wir, dann kommen wir in den. Ist kein Problem. Das machen wir. Alles klar. Okay. Noch eine Frage an den Adel. Da ist noch jemand.
Ja, Anne, du bist ja nur ausgeliehen von Lautern. Sind schon Planungen für die nächste Saison oder wirst du jetzt vielleicht auch gekauft von der TuS wieder, dass du bleiben willst? Wie sieht's aus oder musst du zurück nach Lautern? Ja, ich bin jetzt hier auf jeden Fall bis Sommer ausgeliehen. Ich habe noch ein Jahr Vertrag in Lautern. Jeder weiß, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe hier super Jahre gehabt und dann müssen wir im Sommer gucken, wie es aber erstmal ist. Das Ziel ist jetzt, dass wir die Klasse halten und dann werden wir alles andere werden wir sehen. Noch eine Frage an den Allen. Dann warten wir jetzt auf Dominik, bis der aufgeduscht hat. Danke dir. Ich glaube, hier sind noch zwei, drei Sachen, die du bitte unterschreiben sollst, wenn du so lieb bist. Haben wir einen Stift? Ich hatte eben mal einen. Da ist er. Bitteschön. So, Dominik ist wahrscheinlich gerade so völlig eingeschäumt, ist aber auch gleich hier.